Dr. Obermeier und ich unterrichte an der Städtischen Sing- und Musikschule Matschedwitz die Oboe. Und heute möchte ich dir das Instrument kurz vorstellen. Überall wird sie gebraucht und keiner kennt sie. Was macht dieses Instrument so geheimnisvoll und so besonders? Die Oboe wird sehr oft mit der Klarinette verwechselt. Sie ist auch schwarz, hat ganz viele Klappen und ist fast genauso lang. Hat aber ganz anderen und besonderen Klang. Der Ton wird durch das Doppelrohrblatt erzeugt. Zwei eng aneinander liegende Rohrblätter beginnen Zwischenleben durch ihre Elastizität und Gegendruck der Luft regelmäßig zu schwingen. Und dann klingt er so. Die Oboe hat sehr großen Spektrum an Ausdrucksvermögen. Sie kann lieb, klagend, traurig, fröhlich und aber auch frech klingen. Das ist das wichtigste Instrument des klassischen Sinfonieorchesters. Und was du auch vielleicht noch nicht weißt, nach der Oboe stimmen alle Instrumente im Orchester. Die Oboe kann man nicht nur solistisch spielen, was natürlich auch sehr schön ist, sondern in Sinfonie- und Blasorchestern, in kleinen und größeren Ensembles und Kammermusikbesetzungen. Es gibt auch spezielle Instrumente für die Kinder, die ermöglichen Einstieg in das Oboenspiel ab 8 Jahren. Es würde mich sehr freuen, wenn du dich für die Oboe entscheidest. Und vielleicht können wir bald schon zusammen musizieren.